Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Rohit Mathur. In diesem Beitrag möchte ich dir einen kleinen Einblick in die Therapiemethode Kinesiotaping geben. Ja, Kinesiotaping gibt es schon seit ca. 1970. Entwickelt wurde diese Therapiemethode vom Chiropraktiker Kenzo Case. Anfangs wurde diese Therapiemethode vor allem im Leistungssport genutzt. Mittlerweile wird sie auch von Ärzten und Physiotherapeuten weltweit anerkannt und auch praktiziert. Das Tolle an dieser Therapiemethode ist, sie ist vollkommen medikamentenfrei und man kann die Tapes bei vielen Problematiken vor allem am Bewegungsapparat einsetzen. Auch bei einigen akuten Problemen kann diese Therapiemethode sehr helfen. Eingesetzt werden die Tapes sehr häufig bei Muskelverspannungen, vor allem im Nackenbereich, aber auch bei Rückenschmerzen, bei Engpässen am Schultergelenk, wie zum Beispiel dem Impingement-Syndrom, bei Tennis-Ellbogen, bei Golfer-Ellbogen, beim Karpaltunnel-Syndrom, auch bei Sehenscheidenentzündungen, bei Arthrose, zur Lymphdrainage werden sie auch häufig eingesetzt oder zur Narbenbehandlung und bei vielen, vielen weiteren Erkrankungen, vor allem am Bewegungsapparat. Ich möchte auch ein paar Einzelheiten zum Material sagen. Die Tapes bestehen aus Baumwolle, der Kleber ist zu 100% aus Acryl, also hypoallergen. Die Tapes sind wasserfest, sie lassen sich problemlos von der Haut wieder entfernen. Man sollte sie aber schon so lange drauf lassen, bis sie sich von alleine lösen. Die Tapes sind sehr elastisch, man kann sie also auch auseinanderziehen, daher lassen sie sich auch perfekt an die Haut anpassen. Sie sind kaum zu spüren. Du wirst dich sicher auch fragen, was die Tapes überhaupt bewirken. Die Tapes wirken normalisierend auf den Muskeltonus, das bedeutet, in sehr vielen Fällen ist der Muskel zu hart, ist die Spannung des Muskels erhöht. Dann werden Techniken eingesetzt, um den Muskeltonus zu senken. Bei Verletzungen oder Schmerzen werden die Tapes zur Druckentlastung im verletzten Gebiet eingesetzt. Dadurch kommt es recht häufig zur Schmerzlinderung auch. Des Weiteren werden auch die Selbstheilungskräfte stimuliert. Das bedeutet, die Durchblutung wird verbessert und damit auch die Versorgung im betroffenen Gebiet. Nährstoffe und Sauerstoffe können halt dadurch schneller und besser an die verletzte Stelle kommen. Abfallprodukte werden besser abtransportiert. Ein weiterer Vorteil ist, die Behandlung wirkt auch nach der Sitzung weiter, da die Tapes am Körper kleben und natürlich dementsprechend auch weiterwirken können. Je nachdem, wie man die getapte Stelle schont oder auch wie lange unser Körper die Tapes überhaupt braucht, können die Tapes unterschiedlich lange halten. Manchmal 2 Tage, manchmal aber auch 14 Tage. Das ist ganz unterschiedlich. Sie sollten aber so lange draufbleiben, bis sie sich von alleine auch wieder lösen. Nun, wie läuft so eine Behandlung ab? Der Patient kommt, es wird eine Anamnese gemacht, also eine Befragung über den momentanen Zustand, als auch über Problematiken, Probleme aus der Vergangenheit. Anschließend werden kinesiologische Tests gemacht. Mit diesen Tests wird die richtige Technik, die Anlageform, die Zugrichtung und auch die richtige Farbe getestet, welche man später einsetzen muss. Die Tapes werden also nicht nur raufgeklatscht, sondern es wird geschaut, getestet, sehr individuell und präzise gearbeitet. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in diese sehr effektive und gute Therapiemethode geben. Ich hoffe auch, dass dir das Video gefallen hat. Würde mich wie immer über Kommentare freuen oder auch einfach einen Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut.